Vielen herzlichen Dank, Henry, für die sehr konzise Zusammenfassung von Marx' Werk. Das erlaubt mir, über Marx hinauszugehen und mich mit dem modernen Sozialismus zu beschäftigen. Genauer gesagt mit der Kalkulationsdebatte, die die österreichische Schule mit ihren Kollegen, auch an der Universität Chicago, in den 20er und 30er Jahren geführt hat und wie wichtig eigentlich die Auseinandersetzung nicht so sehr mit Marx, sondern mit dem Marxismus und den ersten Ideen tatsächlich Sozialismus als Wirtschaftsmodell praktisch umzusetzen und theoretisch zu denken, was Marx eigentlich kaum gemacht hat, zu leisten. Also es geht darum, wie alles begann, ich würde sagen vor 100 Jahren, mit dem real existierenden Sozialismus und der österreichischen Kritik am Marxismus, wie von Anfang an Konfusion, Missverständnisse und Fehlinterpretationen herrschten, wie der Mainstream und selbst Schumpeter, wie wir heute früh schon so ein bisschen angetönt haben, den eigentlichen Methodenstreit zwischen österreichischer Methode und Mainstream-neoklassischer Methode nicht erkannt haben, wie sich danach aber auch die Neoklassik etwas transformierte und ein paar österreichische Themen absorbierte, aber auch wieder nicht richtig. Also es ist was für Feinschmecker heute, es ist was für Ideenhistoriker und ich möchte eigentlich dazu mehr zum Thema Austrian Economics sagen, als den alten Marx hier nochmal aufs Podest zu stellen. Das ist das berühmte Denkmal in Trier, das 4,50 Meter hoch ist etwa und dort von der chinesischen Regierung finanziert und unter Lobgesängen von Jean-Claude Juncker und anderen enthüllt wurde. Denkmale für Ökonomen ist für mich selbst als Ökonom irgendwie eine hübsche Idee, aber auch wieder ein bisschen komisch. Also ich denke, man sollte grundsätzlich darauf verzichten. Jetzt komme ich aber zu einem interessanten Zitat von Oskar Lange. Oskar Lange war marxistischer Ökonom in den USA, war später auch in der Volksrepublik Polen im sozialistischen Planbüro aktiv. Und er sagte 1936, dieser Ludwig von Mises, der hat eigentlich eine Büste, immerhin eine Büste, im Warschauer Planungsministerium verdient. Socialists have certainly reason to be grateful to Professor Mises, the great advocatus diaboli of their cause. For it was his powerful challenge that forced socialists to recognize the importance of an adequate system of economic accounting to guide the allocation of resources in a socialist economy. Also Mises hat wichtige Ideen geliefert, um sozialistische Planung tatsächlich effizient durchzuführen. Ich habe Sie vielleicht schon ein bisschen verwirrt, aber die Frage ist jetzt, könnte es auch sein, dass nicht unbedingt Marx, aber dieser Oskar Lange auch ein Denkmal in Wien, in Auburn oder in Fairfax verdient hätte. Denn diese Kalkulationsdebatte der 20er, 30er Jahren sehe ich als einen ganz wichtigen Katalysator eines eigenständigen Ansatzes der Austrian Economics. Worum es geht, wie gesagt, die Feinschmecker unter Ihnen kennen das alles. Ludwig von Mises hat 1920 längeren Aufsatz geschrieben, die Wirtschaftsrechnung im sozialistischen Gemeinwesen. Und seine These war kurz gefasst, es kann überhaupt keine Wirtschaftsrechnung im sozialistischen Gemeinwesen geben. Wenn Sozialismus bedeutet, einfach rein technisch, es kann kein Eigentum, Privateigentum an Produktionsmitteln geben, dann gibt es auch keine Kapitalmärkte. Damit gibt es auch keine Preise, die andeuten würden, wie die Opportunitätskosten des Einsatzes von Kapital überhaupt zu entdecken sind. Es ist keine Geldrechnung möglich und damit
wird jeder Wirtschaftskalkül schlechthin unmöglich. There's only groping in the dark. Wir wissen nicht, welche Maschinen, welches Kapital für welche Verwendungen welchen Wert haben wird. Das hat dann die ökonomische Zunft provoziert. Das heißt, es gab eine große Debatte zu Ludwig von Mises Unmöglichkeitsthese. Die Frage ist, was ist tatsächlich inwiefern unmöglich, undenkbar, nicht praktikabel? Später wird das noch weiter ausgeführt mit mehr soziologischen Aspekten in Mises Gemeinwirtschaft von 1922. Da spielen dann auch die Anreizprobleme große Rolle. Wenn man kein Eigentum hat, warum soll man sich drum kümmern? Warum, wenn Profite nicht möglich sind, wieso sollten Leute mit den knappen Ressourcen dann überhaupt vernünftig umgehen? Das hat Mises zunächst einfach mal ausgeklammert. Und ich glaube, das ist sogar ein ganz guter Trick intellektueller Redlichkeit zu sagen, lass uns mal auf das rein ökonomische Problem konzentrieren und sogar unterstellen, dass die Leute im Sozialismus genauso motiviert sind wie im kapitalistischen System. Und das war Mises These, dass die rationale Wirtschaftsrechnung insgesamt nicht möglich ist, dass die Offenlegung der Opportunitätskosten der Produktion, all das, dazu hat man keine Signale, keine Preise und damit kann es keine effiziente Allokation knapper Ressourcen im sozialistischen System geben. Und nun kommt Oskar Lange daher, 1936, und sagt, Freunde, wir haben doch eine ökonomische Theorie, wir haben das walrasianische Gleichgewichtssystem, wir können doch wirklich unsere Formeln nutzen für die effiziente Allokation. Wir setzen die Daten ein, rechnen das aus und haben damit Preise. Und schon Pareto und Barone haben das zu einiger Zeit vorher einfach mal so als Gedankenexperiment gezeigt, dass die Lösung rein gedanklich möglich ist. Aber sie haben schon damals gesagt, praktisch ist es nie möglich. Das Problem ist also ein richtiges ökonomisch-theoretisches Maximierungs-, Optimierungsproblem. Alles, was wir brauchen, ist a preference scale, gegebene Präferenzen, gegebene Preise, gegebene Ressourcen und dann geben wir das in die Formeln ein und wir wissen grob die Produktionsfunktion und damit auch die Opportunitätskosten der Produktion. Dann rechnen wir das aus und im Prinzip funktioniert dann die sozialistische Planwirtschaft wie das Idealmodell perfekten Wettbewerbs in unseren Lehrbüchern. Ich bin aber nicht sicher, ob man damit tatsächlich den Mises widerlegt hat, denn Mises hat sogar zugestanden, dass in einer statischen Wirtschaft dieses Problem nicht auftaucht. Die statische Wirtschaft vermag ohne Wirtschaftsrechnung auszukommen. Hier wiederholt sich nur immer wieder dasselbe. Und wenn wir annehmen, dass die erste Einrichtung der statischen sozialistischen Wirtschaft aufgrund der letzten Ergebnisse einer freien Wirtschaft erfolgt, dann könnten wir uns ja allenfalls eine wirtschaftlich rationell geleitete sozialistische Produktion vorstellen, also die letzten Preise des letzten kapitalistischen Systems und Produktionsprozesse, das lassen wir einfach weiter so laufen. Das heißt, in einer Welt, in der sich überhaupt nichts ändert, kann man auch den Sozialismus bringen, aber es wird sich eben überhaupt nichts ändern. Und Sozialismus hat ja auch ein bisschen den Anspruch, revolutionär zu sein und Dinge zu ändern. Das heißt, dass jede wirtschaftliche Veränderung, wie wir sie in der Realität finden, im sozialistischen Gemeinwesen zu einem Unternehmen wird, dessen Erfolg weder im Vorhinein abgeschätzt werden kann, noch auch später rückschauend festgestellt werden kann. There's only groping in the dark, ist das auf Englisch.
Hayek hat sich dann eingemischt in die Debatte, um auch nochmal Mises zu bestätigen. Und indem er auch sagt, nun gut, das Problem mit allgemeiner Gleichgewichtslogik ist gar nicht zu erkennen und zu lösen. Es ist natürlich klar, dass es nicht um eine Unmöglichkeit geht in dem Sinn, dass logische Widersprüche entstehen. Aber auch hier wieder ist eigentlich das Problem der reinen Theorie des stationären Gleichgewichts, die uns hier verleitet, das als Ideal zu sehen, was eben mit der Realität der kapitalistischen dynamischen Wirtschaft nichts zu tun hat. Jetzt kommt wieder Lange und die marxistischen Ökonomen und sagten, okay, vielleicht hat der Hayek hier einen Punkt. Und irgendwie, wir brauchen schon so etwas wie wettbewerbliche Strukturen, um Gleichgewichtspreise tatsächlich identifizieren zu können. Wir können uns nicht einfach auf alte Preise verlassen. Also machen wir so etwas wie ein Trial and Error. Wir haben tatsächlich freie Märkte für Konsumgüter und freie Märkte für Arbeit. Und aus deren Gleichgewichtspreisen können wir dann ableiten, was auch die effizienten Preise für Kapital wären, ohne dass das in Privateigentum und damit auf echten Märkten gehandelt würde. Die zentrale Planbehörde spielt also gewissermaßen Märkte, den Kapitalmarkt. Man ruft zunächst mal beliebige Preise für die Kapitalgüter aus. Dann sagt man, liebe Betriebe, rechnet doch mal aus, ob ihr euch das leisten kann. Berechnet und meldet den gewinnmaximierenden Kapitaleinsatz zu den gegebenen Preisen, wie es eben bei vollständiger Konkurrenz auch der Fall wäre. Und dann wir spielen quasi den walrasianischen Auktionator. Wir gucken dann, wo gibt es ein Überangebot, wo gibt es eine Übernachfrage, passen den Preis an, setzen ihn dann vor den Unternehmern und sagen, zu diesem Preis wird jetzt produziert. Im Prinzip also das Zentralplanbüro erfüllt die Funktionen und übernimmt die Funktionen des Marktes. Ein paar Jahrzehnte später gab es schon die ersten Computer. Und das war dann eine große Euphorie für sozialistische Planer und sagten, okay, jetzt können wir das auch ziemlich schnell auch noch alles rechnen. So what's the trouble? Let us put the simultaneous equations in an electronic computer and we shall obtain the solution in less than a second. The market process with its cumbersome tâtonnement appears old-fashioned indeed, it may be regarded as a computing device of the pre-electronic age. Der Computer kann dann auch die Funktion tatsächlich des Planbüros übernehmen. Also man braucht eigentlich nur einen Hiwi, der die Daten eintippt in die Formeln und dann haben wir das Allokationsproblem gelöst. Das war, und ich glaube, das würden heute noch viele Ökonomen so sehen, die ihre Hiwis haben, die Daten einklopfen. Ich habe jetzt vor ein paar Wochen in der Washington Post einen Artikel gelesen von einem Feng Qian, der sagte, künstliche Intelligenz wäre der Geburtshelfer der Planwirtschaft. Mit künstlicher Intelligenz könnte man sehr viel effizienter Planwirtschaft durchführen als diese mühsamen Anpassungen, die wir auf vermachteten und komischen Märkten dauernd beobachten. Und er endet mit Robots of the World Unite. Und jetzt kommt Hayek und was ich eigentlich die ganze Zeit Ihnen sagen will, ist, dass in dieser Auseinandersetzung Austrian Economics als evolutorische Marktprozesstheorie sich erst so richtig geschärft hat. Es ist eigentlich immer ganz gut für Akademiker, selbst für Ökonomen, sich mit Gegenmodellen und Gegenmeinungen auseinanderzusetzen, um die eigene Meinung und das eigene Modell
deutlich zu verbessern oder zu erkennen, was eigentlich das eigene am eigenen Modell ist. Und da, denke ich, hat Hayek sehr Wichtiges geleistet, indem er auf diese scheinbar praktische Lösung von Oskar Lange reagiert hat, in einer Art von vergleichender Institutionenanalyse auf verschiedenen Ebenen. Hier nur vier Stücke, die für Hayek und die Austrians später sehr bedeutsam werden sollten. So ein behördliches Tâtonnement, sagte, kommt der Dynamik echter Wirtschaftsprozesse notwendig nicht hinterher und schon gar nicht der Vielfalt. Alle Produktionsgüter haben schließlich je nach Verwendung, Alter, Qualität auch einen unterschiedlichen Wert. Und wenn man das ignoriert, dann kommt es zu dem, was wir tatsächlich im Sozialismus beobachtet haben, zu einer Tonnenideologie, dass man sagt, ja, wir haben so und so viel Tonnen Stahl hergestellt in der DDR oder so und so viel Kilometer Tapeten oder so und so viel Stück Autos, in Anführungszeichen, dass es verführt, also die sozialistische Planung aufgrund ihrer Begrenzungen überhaupt Wissen zu generieren, verführt zu dieser radikalen Vereinfachung und Verflachung und Nivellierung der Produktion. Es gibt auch keinen Platz für Marktzutritt, für Innovation und Nutzung lokaler Umstände, für Preisarbitrage und Neuerung auf eigenes Risiko. Also Unternehmertum, reine Innovation, passt nicht ins neoklassische allgemeine Gleichgewichtssystem und passt auch nicht in den Sozialismus. Und eine andere These, die man daraus ableiten könnte, ist, dass eigentlich das, was wir als neoklassischen Mainstream und Wohlfahrtsökonomie immer noch heute lernen, eigentlich ein sozialistisches Nirvana und nicht die Beschreibung tatsächlicher kapitalistischer Marktprozesse. Es kommt noch dazu, dass sehr viel tacit knowledge auf Märkten tatsächlich bepreist wird und genutzt werden kann im Wettbewerb, das eben nicht kommunizierbar ist und auch nicht zentralisierbar. Das heißt, Hayek hat das berühmte Wissensproblem, das ganz im Zentrum seiner ganzen Arbeiten, selbst seiner philosophischen, steht, hier genau in diesen 30er Jahren vielleicht selbst entdeckt oder auf jeden Fall sehr stark ausgebreitet. Welches Wissen ist wem, in welcher Form, überhaupt wie lang gegeben? Und das ist eben kein Problem der a prioristisch reinen Logik der Wahl, sondern tatsächlich ein empirisches, ist ein Problem der epistemologischen, institutionellen Voraussetzungen spontaner Marktprozesse, von denen eben unsere normale ökonomische Theorie abstrahiert und abstrahieren muss, damit sie rechnen kann. Das zentrale Problem der Volkswirtschaftslehre als Sozialwissenschaft ist also, wie kann das Zusammenwirken von Bruchstücken von Wissen, das in den verschiedenen Menschen existiert, Resultate hervorbringen, die, wenn sie bewusst vollbracht werden sollten, eben geplant werden sollten, auf Seiten des lenkenden Verstandes ein Wissen erfordern würden, das kein einzelner Mensch besitzen kann. Das sah Hayek als das zentrale Problem. Und das wird notwendig ausgeklammert, wenn, wie wir in unseren Modellen meistens noch unterstellen, wir unterstellen, es gibt gegebene Güter, gegebene Präferenzen, gegebene Produktionsfunktionen. Dann ist das einfach, aber es zeigt nicht den Wert des Marktes und des Wettbewerbs als Entdeckungsverfahren. Und die ganze ökonomische Theorie, die Hayek dann entwickelt, versucht, hierauf eine Antwort zu finden und nicht auf irgendwelche Allokationsprobleme bei gegebenem Wissen, gegebenen Fähigkeiten, gegebenen Gütern. Und insofern kann man auch von einer Transformation der österreichischen Schule sprechen, die aufgrund oder als Folge dieser Kalkulationsdebatte
stattgefunden hat oder sich deutlicher ausgeprägt hat. Man dachte immer noch, österreichische Schule, das ist eigentlich seit Menger eigentlich Neoklassik. Wir haben das Ding begründet, aber es hat sich deutlich unterschiedlich entwickelt in verschiedenen Denkrichtungen. Und Hayek selbst hat sich deutlich entwickelt seit dieser Zeit. Er hat sich zunehmend sozial- und rechtsphilosophischen Themen zugewandt, eben die neoklassische Gleichgewichtslogik abgelehnt und auch, was für die allerfeinsten Feinschmecker hier vielleicht interessant ist, er hat sich wohl doch zunehmend distanziert von Ludwig von Mises. Es gibt eine Art inneren Methodenstreit, auch um den a prioristischen Gehalt des Gleichgewichtskonzepts, der mit diesem Artikel von 1937 wohl begonnen hat. Also die Herausforderung von Hayek, das ist 1968 sein berühmter Artikel zum Wettbewerb als Entdeckungsverfahren, als Verfahren zur Entdeckung von Tatsachen, die ohne sein Bestehen entweder unbekannt bleiben oder doch zumindest nicht genutzt werden würden. Und das ist was völlig anderes als das Modell, das die Erstsemester, aber bis zum Ende des Masterstudiums wahrscheinlich immer noch bemühen, der vollständige Wettbewerb. Also vollständiger Wettbewerb heißt eigentlich vollständige Untätigkeit und Stagnation und hat damit überhaupt nichts zu tun, wie Sie auch diesem Zitat entnehmen können. Habe ich noch 5 Minuten? Dann habe ich jetzt geschaut, okay, wie wurde diese Kalkulationsdebatte eigentlich rezipiert? Von anderen, von Ideengeschichtlern und in den relevanten Lehrbüchern. Und eine Sache, die wir heute Vormittag schon diskutiert haben, Alois Schumpeter. Hayek hat mal über Schumpeter gesagt, dass er der ursprüngliche, also dass Schumpeter der ursprüngliche Verfasser der Legende sei, dass Pareto und Barone das Problem der sozialistischen Wirtschaftsrechnung gelöst haben. Sie haben irgendwie auf Modelle verwiesen, die auch im Sozialismus genauso gut, wenn nicht besser funktionieren könnten. Aber ich meine, es gilt vielleicht der Gemeinspruch von Kant, das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis. Und dieser Standard Account, also wie Ökonomen rückblickend auf diese Debatte geschaut haben, ging viele Jahrzehnte irgendwie so. Gut, da war der Mises, der hat die sozialistische Wirtschaftsrechnung für logisch, theoretisch unmöglich gehalten. Das stimmt aber nicht, weil schon Pareto und Barone das widerlegt haben. Dann kam Hayek und hat gesagt, gut, theoretisch ist es möglich, aber praktisch ist es nicht möglich. Also Hayek zieht sich auf praktische Details der Komplexität zurück. Und darauf hat dann eben Lange und Lerner mit ihrem Trial-and-Error-Marktsozialismus-Modell auch das gekontert. Und damit haben die Österreicher die Kalkulationsdebatte klar verloren. Das ist Standardinterpretation, in Teilen noch bis heute. Und wie gesagt, Schumpeter setzt noch einen drauf. Er sagt nicht nur, der Sozialismus kann genauso gut funktionieren wie der Kapitalismus, kommt sogar mit einer Überbietungsthese, wenn er sagt, the solution of the problems confronting the socialist management would be not only just as possible as is the practical solution of the problems confronting commercial managements, it would be easier. Much less intelligence would be necessary to run such a system than is required to steer a concern of any importance through the waves and breaks of the capitalist sea. Also sozialistische Planung ist eigentlich jetzt noch einfacher als ein großes Unternehmen in diesen unsicheren Zeiten, die der Kapitalismus eben mit sich bringt, erfolgreich zu lenken. Und das war tatsächlich so die Standortbeurteilung der Kalkulationsdebatte für lange, lange Zeit. Und das ist ganz interessant, in Samuelsons Lehrbuch,
Also Samuelson ist so das Standardlehrbuch und da habe ich einfach viele verschiedene Auflagen mir durchgeschaut, um zu sehen, gibt es da eine Entwicklung der Interpretation, der Rezeption dieser ganzen Debatte. Das ist nun von 1981, also schon ein relativ spätes Lehrbuch von Samuelson, wo er, glaube ich, ganz gut sagt, eigentlich komisch, dass der Schumpeter hier nicht dem Hayek recht gibt, weil Rasian equations achievable by learner lange auctioneers and bureaucrats serve as nothing compared to what Hayek's real-life speculators and profit receivers are led by the invisible hand of market competition to contribute. Also hier hat Samuelson dann schon sehr stark eigentlich gesagt, wenn es um diese Dynamik, Unternehmertum und all das geht, was eigentlich für Schumpeter immer so wichtig ist in seiner Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung, dann ist es äußerst erstaunlich, dass er diesem superstatischen Gleichgewichtskonzept als Lösung von Lange Lerner vorgeschlagen hier quasi den Siegerpreis verleiht und nicht dem eigentlich schumpeterianischen Argument, das Hayek vorgetragen hat. Da sehen Sie, Ökonomen sind manchmal seltsame, ein bisschen widersprüchliche, komplexe Leute. Ganz anders oder ziemlich anders liest es sich noch in den ganz frühen Auflagen von Samuelsons Economics, also das Standardlehrbuch, das wahrscheinlich auch viele noch hier im Saal haben lesen dürfen müssen. Zunächst mal befindet sich hier eben auch der Standard Account. In der ersten Auflage sagt er, diese Valras, Pareto, Barone, Lange Erklärung der Möglichkeit sozialistischer Wirtschaftsrechnung, vielleicht sogar Überlegenheit, bietet recht gute Einsichten, einmal in ideale Märkte, dann aber auch als eine mögliche Methode tatsächlich realisierbarer sozialistischer Kalkulation, aber auch als Referenzsystem zur wohlfahrtsökonomischen Systemkritik, weil diese ideale Welt, die diese Modelle bauen, dieses Nirvana, ist sehr gut geeignet, tatsächliche Defizite im kapitalistischen System zu identifizieren. Und das ist eben genau dieser Nirvana-Approach, vor dem sich Ökonomen hüten sollten. Ein bisschen anders als in den 40er Jahren wird es dann in den 50ern. Da spricht dann, kommt eine gewisse Distanz zum Ausdruck. Hier wird von einer Parabel gesprochen bei der sozialistischen Wettbewerbslösung von Lerner. Und er sagt, ja gut, aber es wäre schon irgendwie naiv zu glauben, dass eine wirkliche sozialistische Gesellschaft in der Lage wäre, das ideale Gleichgewicht zu erreichen. Es könnte zu Schätzungsfehlern kommen. Es könnte sein, dass Interessengruppen diese Veränderungen sabotieren. Aber auch hier wieder, wir haben die Dinge vielleicht deshalb dargestellt, um daraus zu lernen, wie hoch wir in das automatische Funktionieren des Preissystems in einer nicht-sozialistischen Gesellschaft zu schätzen haben. Hier ändert sich jetzt also so ein bisschen der Aspekt und sagen, gut, tatsächlich ist das Modell schwer umsetzbar und vielleicht ist die Realität des tatsächlichen Tâtonnements der unsichtbaren Hand dem dann doch vorzuziehen. Es wird dann noch deutlicher in den 80er Jahren, statt Parabel ist es jetzt nur noch eine Fabel, es ist jetzt utopisch statt ideal. Und Hayeks Problem und Hayeks Kritik wird zumindest grob angedeutet, eben die Naivität zu glauben, Produktionskostenfunktionen seien bekannt. Und sonst nennt Samuelson eher diese Anreiz- und Monitoring-Probleme, die eben inzwischen auch zum Standardrepertoire der Mainstream-neoklassischen Ökonomik geworden sind. Jetzt springe ich noch zum neueren Ausgaben, wo hier schon man zumindest sehen kann, es gibt hier ein Moment, ist es das?
Doch, also Hayek provided an important rebuttal. Also er hat quasi das Modell des Sozialismus von Lange ziemlich wichtig widerlegt, weil die Kosten und Produktionsmöglichkeiten eben nicht bekannt sein können. Only with the incentives of a private free enterprise system could information be dispersed. Das ist schon ziemlich nah und hier werden zumindest genannt diese brillanten Einsichten von Hayek. Dummerweise werden sie nicht weiter ausgeführt. Das ist ein bisschen schade und der Rest des Lehrbuchs geht eigentlich nach wie vor davon aus, dass das Wissen gegeben ist oder dass das Unwissen optimiert werden kann, was noch ein bisschen absurdere Vorstellung der Neoklassik ist. Dann noch im allerletzten Lehrbuch, auch um zu zeigen, welche Rolle spielt Austrian Economics eigentlich heute noch im Unterricht, im Studium der VWL, weil das ist eben wie alle anderen Lehrbücher, kann man sagen, fast nicht mehr. Es gibt jetzt hier noch so einen Informationskasten in diesem mehrere hundert Seiten dicken Lehrbuch von Nordhaus. Da geht es um Hayek und Friedman. Mises ist völlig verschwunden und von Hayek und Friedman erfährt man, dass sie irgendwelche neoliberalen Kritiker des Wohlfahrtsstaates sind. Das ist dann alles, was noch von Austrian Economics oder von dieser Tradition übrig geblieben ist. Und das ist dann auch mein Fazit. Sie haben in Ihren Mappen auch das alles ziemlich ausführlich nochmal runtergeschrieben. Also ich würde sagen, erstens, dass die neoklassisch-wohlfahrtsökonomische Pareto-Valra-Erro-de-Breu-Welt noch immer die Grundlage der VWL ist, zumindest des VWL-Studiums. Was für Verteidiger von einer freiheitlichen Wirtschaftsordnung nicht notwendig vorteilhaft ist, weil genau diese Welt beschreibt eigentlich nicht die institutionellen und die epistemologischen Bedingungen der spontanen Ordnung erfolgreicher Marktwirtschaften, sondern entspricht eher dem Bauplan einer Nirvana-Vision eines modernen Sozialismus mit gegebenen Präferenzen, gegebenem Wissen, gegebenen Gütern, gegebenen sozialen Transformationskurven und Produktionsfunktionen. Zweitens denke ich, die moderne österreichische Schule hat das genau während dieser Kalkulationsdebatte selbst erkannt und ist seitdem als Methodologie und als Forschungsprogramm etwas sui generis. Es ist anders als die Neoklassik. Jetzt kann man sich fragen, wenn Menger die neoklassische Schule mit begründet hat, wer hat sich dann eigentlich von wem entfernt? Die Schere öffnet sich von mir aus. Ist schwer zu sagen. Ich würde eher sagen, dass sich die Neoklassik aufgrund ihrer Grundannahmen und ihrer Besessenheit auf mathematische Definitionen von Gleichgewichten in eine Lage gebracht hat, dass sie sich vom ursprünglichen Forschungsprogramm von Menger, der sehr viel auch zu spontaner Ordnung geforscht hat, entfernt hat und die Österreicher eigentlich ihrer Tradition eher treu geblieben sind. Dann nochmal zum real existierenden Sozialismus. Ich glaube, es ist kein Wunder, dass er genau Ende der 80er Jahre zusammengebrochen ist, als die ganze Welt von Wissensgesellschaft gesprochen hat und die Wertschöpfung hauptsächlich mit Wissen und lokalem Wissen, mit nicht zentralisierbarem Wissen und Innovationen zu tun hatte. Genau die Dinge, die in den traditionellen Modellen eben nicht vorkommen. Und das ist das Schöne, dass Hayek das eigentlich als einer der ersten erkannt hat, dass es genau das Wissensproblem ist, dass jede Art von modernem Sozialismus zu Fall bringen wird. On that happy note, vielen Dank.